In diesem Video spreche ich über die häufigsten Fehler beim Gassigehen mit Leine und über ungünstige Trainingsmethoden. Den ersten Fehler, den man vermeiden sollte, ist das unzureichende Geschirrtraining, bevor man rausgeht. Die Katze sollte zu Hause damit hundertprozentig locker rumlaufen, damit spielen und auch auf Gegenstände hochspringen können. Auch die Art des Geschirres ist wichtig. Katzen mögen in der Regel keine Geschirre, die wie ein Oberteil sind und den ganzen Oberkörper einnehmen. Besonders im Sommer sind diese Geschirre sehr unvorteilhaft, weil es einfach zu heiß ist. In unseren 9 Jahren Gassi gehen haben wir die besten Erfahrungen mit einem simplen Geschirr gemacht, was nur am Hals und Rücken verbunden ist, aber nicht am Hals und Bauch. Wichtig ist auch, dass das Geschirr nicht zu fest sitzt. Mindestens 2 bis 3 Finger müssen zwischen Hals und Bauch passen. Wie man eine Katze richtig ans Geschirr gewöhnt, könnt ihr in meiner Geschirrtrainingsanleitung ansehen. Die findet ihr im angepinnten Kommentar. Den zweiten Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ist das Rumziehen oder Zerren an der Leine. Weder beim Training zu Hause noch draußen sollte man so versuchen, die Katze zum Weiterlaufen zu bewegen. Das Leinenziehen macht eine Katze angespannt, unsicher und wehrhaft. Besonders wenn die Katze sowieso schon Angst vor etwas hat, macht das Leinenziehen sie noch ängstlicher. Stattdessen sollte man die Katze rufen, sich gegebenenfalls hinhocken, weil es oft das Rufen verstärkt. Aber auch Leckerli benutzen oder ein Spielzeug, was man hinter sich herzieht. Und natürlich auch Geduld haben. Man sollte nur an der Leine ziehen bzw. die Katze damit stoppen, wenn sie irgendwo reinkriecht, wo es für sie gefährlich sein könnte, wie zum Beispiel in einen Tierbau, oder sie will irgendwas essen, was giftig sein könnte, wie zum Beispiel ein Hundeköder. Oder wenn die Katze sich erschreckt und wegrennen will, kann man sie mit der Leine stoppen. Allerdings muss man da auch unbedingt was dabei beachten. Wenn die Katze anfängt rückwärts zu laufen, sollte man auf keinen Fall die Leine gespannt behalten. Die Katze könnte sich sonst aus dem Geschirr winden. Und da ist es auch wirklich egal, wie eng das Geschirr ist oder was für ein Geschirr das ist. Die Leine sollte man sofort locker durchhängen lassen, wenn man sieht, dass die Katze sich schon zur Seite dreht. Eine Sekunde später wird sie nämlich dann schon das Rückwärtslaufen anfangen. Wenn eine Katze in Panik gerät, sollte man sofort zu ihr gehen. Man hält die Hand hinter ihrem Popo, damit sie nicht mehr rückwärts geht, und hockt sich direkt vor sie, damit sie sich unter den Beinen verstecken kann. Auch kann man die Katze bei Panik hochheben. Das sollte man aber richtig machen und auch vorher wirklich gut geübt haben. Wie man das macht, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 2, die im angepinnten Kommentar zu finden ist. Eine Alternative ist, einen Rucksack mitzuführen, der für den Tiertransport gedacht ist. Diesen legt man weit geöffnet direkt vor die Katze. Diese wird dann dort reinrennen. Damit die Katze den Rucksack als sicheren Ort sieht, muss sie zu Hause und auch draußen ausreichend damit trainiert sein. Als nächstes sollte man keine kurze Leine verwenden. Bei den meisten Geschirren ist eine Leine dabei, die 1,20 Meter ist. Das ist viel zu kurz. Eine Katze wird sich damit nicht wohlfühlen. Man sollte mindestens 4 Meter der Katze zur Verfügung stellen. Besser noch mehr. Ich benutze 8 Meter lange Flexileinen. Kurze Leinen sind sehr unpraktisch, weil Katzen nun mal öfter stehen bleiben und schnuppern möchten. Das heißt, man muss ständig penibel aufpassen, dass man nicht aus Versehen an der Leine zieht, weil die Katze plötzlich stehen geblieben ist. Auch die Katze hat überhaupt keine Freiheit. Sie kann nicht mal ein bisschen weiter in einen Busch reinkriechen oder auf einen Baum klettern oder mal 1 Meter zurückgehen, weil sie einen Duft nochmal erhaschen möchte. Dadurch wird die Katze auch selber ständig an der Leine ziehen, weil sie sich so eingeschränkt fühlt. Wegen dem ganzen Chaos an der kurzen Leine neigen Besitzer dann auch eher dazu, an der Leine rumzuzerren, weil sie ihre Geduld mit der Katze verlieren. Also sollte man es sich von Anfang an einfacher machen und auch der Katze selber und eine lange Leine wählen. Den nächsten Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ist den falschen Gassi-Ort zu wählen. Der Weg vor der eigenen Haustür oder der Hinterhof ist für die meisten Wohnungskatzen eine Katastrophe. Auch wenn für einen selbst die Gegend sehr ruhig erscheint und kaum fremde Leute, Autos oder Hunde vorbeikommen, kann das für die Katze ganz anders sein. Man sollte bedenken, dass Katzen wesentlich besser hören als Menschen und ferne Geräusche wesentlich lauter wahrnehmen. Auch können wir Menschen überhaupt nicht den Geruchscocktail von einer Stadt oder einem Dorf wahrnehmen.
Etliche Hunde pinkeln jeden Tag an den Wegesrand und auch Freigängerkatzen markieren überall ihre Territorien. Aber auch der Geruch von etlichen fremden Menschen hängt in der Luft. Dadurch kann zum Beispiel sogar der eigene Garten zum Problem werden, besonders wenn man eine schüchterne Katze hat. Denn im eigenen Garten laufen auch Freigängerkatzen rum und können dort markieren. Und außerhalb des Gartens pinkeln dann die Hunde. Nichtsdestotrotz kann man den eigenen Garten ausprobieren. Denn wenn die Katze Panik kriegt und sich aus dem Geschirr rauswindet, würde sie eh wieder ins sichere Zuhause rennen. Auf dem Weg vor der eigenen Haustür sieht es nun mal ganz anders aus. Da wäre sie auf offener Straße und das wäre Lebensgefahr. Für die ersten Gassigänge empfehle ich, in die Natur zu gehen. Am besten in einen Wald, da wo viele Bäume und Büsche sind, wo die Katze genug Deckung hat. Wenn man keine Natur direkt vor der Haustür hat, kann man entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad die Katze dorthin transportieren. Worauf man alles achten sollte bei der richtigen Ortswahl, erkläre ich ausführlich in der Gassi-Anleitung Teil 3, die ihr im angepinnten Kommentar findet. Dort erkläre ich die Pro und Kontras von Stadt, Dorf, Fußballplatz, Strand, Wald, Wiese und dem eigenen Garten. Auch erkläre ich da, wo die Katzen Risiken hat, sich Parasiten oder Krankheiten einzufangen, wie das mit dem Jagdverhalten aussieht und wie man das ohne Probleme regulieren kann und wie es generell mit Wildtieren aussieht. Zusätzlich erkläre ich, wo man die Katze am besten immer an der Leine behält und in welchen Gegenden es möglich ist, die Katze ohne Leine laufen zu lassen, beziehungsweise sie dort zu trainieren, ohne Leine zu folgen. Und damit kommen wir zu einer sehr ungünstigen Trainingsmethode, die sehr oft angewandt wird. Die meisten Leute lassen ihre Katzen vor ihnen laufen, beziehungsweise sie laufen den Katzen hinterher. Das kann ich aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht empfehlen. Man sollte ab dem ersten Gassigang der Katze beibringen, allen zu folgen. Dafür sollte man vor der Katze oder neben der Katze laufen. Dadurch wird die Katze sofort daran gewöhnt, sich an Besitzer zu orientieren. Sie wird weniger in irgendwelche Büsche reinkriechen, andere Wege einbiegen und wird generell wesentlich besser hören, wenn man sie ruft. Lässt man eine Katze an einer Langleine weit vorauslaufen, könnte das sehr gefährlich werden. Sieht die Katze nämlich eine Gefahr vor einem selbst, wird sie auch vor einem reagieren. Dadurch könnte sie wegspringen und einem die Leine aus der Hand reißen, weil man es selber nicht erwartet hat. Auch könnte jemand vor einem in den Weg einbiegen, zum Beispiel mit einem unangeleinten Hund. Und dann wäre die Katze komplett auf sich allein gestellt. Ein weiterer großer Nachteil ist, wenn man die Katze mal vorne laufen lässt, ist, dass sie immer an der Leine bleiben muss. Sie hat nie das Folgen gelernt, somit kann man ihr nie die Freiheit geben und sie ohne Leine laufen lassen. Ein weiterer Nachteil ist, wenn man mehrere Katzen Gassi führen will. Wenn sie vorne kreuz und quer laufen, alle in verschiedenen Richtungen, kann man das vergessen. Besser, man bringt ihnen gleich das Folgen bei und dann kann man auch in der Gruppe Gassi gehen. Wie man der Katze das Folgen an der Leine beibringt, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 1, die ihr im angepinnten Kommentar findet. Ein weiterer Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ist rauszugehen, bevor man überhaupt eine richtig gute Bindung zur Katze hat. Und damit meine ich nicht, dass die Katze gerne kuschelt oder immer schnurrt, wenn sie bei einem ist, sondern dass die Katze schon mal mit einem richtig zusammengearbeitet hat. Da kann ich zum Beispiel Agility sehr empfehlen. Das ist wie ein Hindernislauf über Kratzbäume, durch Tunnel und so weiter. Man führt die Katze da durch und die Katze lernt einem zu folgen. Das ist sehr vorteilhaft für das Gassi-Training später. Aber auch das Anti-Angst-Training ist sehr zu empfehlen. Man sollte irgendwas nehmen, bevor die Katze zu Hause Angst hat. Ob das jetzt nur der Föhn, der Staubsauger, die Türklingel oder sonst was ist. Und man sollte sie trainieren, die Angst davor zu verlieren. Denn die Katze wird sich merken, dass man ihr schon mal fähig war, die Angst vor etwas zu nehmen. Wenn draußen etwas passiert, wovor sie Angst hat und man sie dann beruhigen will, wird sie eher einem vertrauen, weil man schon mal ihr helfen konnte. Konnte man sogar zu Hause noch nicht mal der Katze vor irgendwas die Angst nehmen, wird sie draußen erst recht sich nicht beeinflussen lassen. Auch sollte man darauf achten, was man für Leckerlis benutzt. Trockenfutter ist überhaupt nicht zu empfehlen. Draußen verlieren die meisten Katzen daran Interesse, auch wenn sie zu Hause danach total verrückt sind. Stattdessen sollte man hochqualitatives Nassfutter,
Schinken oder gekochtes Fleisch ausprobieren. Einen weiteren Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ist, die Katze draußen ständig rumzutragen. Auch wenn es niedlich ist, wenn eine Katze auf der Schulter liegt oder im Rucksack sitzt, das sollte wirklich kein Dauerzustand sein. Den Hauptteil eines Gassigangs sollte eine Katze wirklich selber laufen, denn dafür hat man sie ja auch rausgebracht. Trägt man sie ständig rum, weil man keine Geduld mehr hat oder weil die Katze einem zu langsam ist, wird die Katze sich daran gewöhnen und eventuell sogar anfangen rumzubetteln und immer weniger selber laufen. Bettelt eine Katze ständig auf den Arm genommen zu werden, kann es auch sein, dass sie einfach Angst hat, selbst rumzulaufen. Da sollte man sich die Zeit nehmen und sie wirklich motivieren, die Welt auf eigenen vier Pfoten zu erkunden. Gibt man ihr nach und nimmt sie auf dem Arm, bestärkt man sie in ihrer Angst, anstatt ihr wirklich zu helfen. Damit meine ich natürlich nur, wenn die Gegend ruhig ist und keine Gefahren sind. Wenn Gefahr herrscht, kann man eine Katze durchaus auf den Arm nehmen. Einen weiteren Fehler, den man vermeiden sollte, ist, irgendwelche Störfaktoren zu involvieren, die die Katze stressen könnte. Zum Beispiel viele Freunde, irgendwelche schreiende Kinder, die dann rumrennen, den eigenen Hund, der nicht gut erzogen ist, der zum Beispiel an der Leine zieht, ständig irgendwelche Hunde ankläfft oder sich anderweitig daneben benimmt. Ein weiterer Fehler wäre, sehr unachtsam durch die Gegend zu watscheln. Wenn man mit einer Katze spazieren geht, geht man nicht nur mit einem Jäger spazieren, sondern auch mit einer Beute. Denn die Katze ist auch oft die Gejagte. Wenn ich mit meinen Katzen spazieren gehe, scanne ich die Gegend regelmäßig. Ich drehe mich immer wieder um, gucke links und rechts und natürlich auch nach vorne. Ich halte immer Ausschau und achte auch darauf, was ich höre. Zum Beispiel, Hunde haben ja immer Halsbänder, die so klackern, wenn sie rumrennen. Und darauf achte ich auch immer sehr genau. Auch sollte man wirklich aufpassen, was fremde Leute so machen. Es gibt welche, die einfach ohne zu fragen auf die Katze zugehen und nach ihr greifen wollen bzw. sie streicheln wollen. Natürlich meint es die Leute nett, aber die Katze kann sich richtig erschrecken und aus Panik wegspringen. Wenn man zum Beispiel in einer Dorf- oder Stadtgegend unterwegs ist, sollte man die eigene Katze auf keinen Fall in Kontakt mit Freigängern lassen. Im Normalfall artet das in Aggression oder Angst aus. Zudem könnte sie sich an Krankheiten anstecken. Wie man sich richtig in gefährlichen Situationen benimmt, zum Beispiel wenn unangeleinte Hunde kommen, erkläre ich in der Gassi-Anleitung Teil 2. Zum Schluss ist es wichtig, eine feste Routine zu haben. Eine bestimmte Zeit, bestimmte Tage und auch oft genug. Zum Beispiel einmal die Woche ist viel zu wenig. Wir gehen alle 2 Tage raus, immer eine bestimmte Zeit. Wenn man einfach hier und da mal Gassi geht, läuft man die Gefahr, dass die Katze völlig willkürlich an der Tür steht und rumschreit. Meine beiden haben das in 9 Jahren noch nie gemacht, denn sie wissen ganz genau, welche Tage wir rausgehen und welche nicht und um welche Uhrzeit wir rausgehen. Also sollte man sich lieber gleich eine Routine angewöhnen. Wenn es Fragen gibt, kann gerne ein Kommentar hinterlassen werden und ich werde dann helfen. Wenn das Video gefallen hat, gebt es doch gerne einen Daumen hoch.